So, also ich hoffe, der Akku reicht nochmal für dieses Video, weil ich würde euch heute ganz gerne zeigen, wie man eine Sägeberger ganz normale Kiste bearbeiten tut. Ganz normal ist die nicht, weil man muss vielleicht jetzt dazu sagen, dass die ersten Jahre der, also die Anfänge der regenerativen Bienenhaltung, die waren in den ersten Jahren noch auf dem Modell basiert. Da habe ich schon bereits sehr viel Naturwabenbau integriert. Wir haben pro Segment jeweils drei Leerrahmen links und rechts und nur einen Kern von 5 Mittelwänden in der Mitte. Und ich zeige euch nochmal das Gegenstück. Ganz am Ende kam dieses Home Hive bei rum. Das ist sozusagen das Ergebnis von der regenerativen Bienenhaltung und auch von der Denkweise, wie man mit Bienen naturell umgehen sollte. Nichtsdestotrotz zeige ich jetzt einfach mal für die Menschen, die Kistensysteme haben, eine Bearbeitung. Das Volk ist bereits behandelt. Da haben wir Brutentnahme bereits getan. Kann man hier wunderbar auf der Stockkarte auch erkennen. Wir haben hier erstmal die Brut rausgehauen, dann haben wir eine Fangwabe reingehängt. Und während der Brutentnahme in der ersten Phase habe ich mit Milchsäure die Bienen durchgesprüht und bei der Fangwabe habe ich Ameisensäure benutzt. Und heute gucken wir das Ergebnis an. Das ist jetzt vor 3 Wochen passiert, der letzte Eingriff. Das heißt, heute gucken wir mal, wie das alles jetzt aussieht. Ich merke hier leider auf einen Schlag, das Volk hat hier schrecklich Hunger. Ich habe das im Gewicht. Also mein Arm ist da sozusagen der Sensor für. Und wenn ich da nicht ächzte vor Schwere von Gewicht, dann muss ich da schleunigst auffüttern. Das werde ich auch heute Abend tun. So, jetzt gucken wir erstmal, dass die Bienen hier einfach mal aus diesem Schlitz rausgehen. Gehst du mal bitte weg? Hey, Mitarbeiterin, hopp. Ja, so, jetzt ist er weg. Wunderbar. Zu zweit geht die Sache natürlich einfacher, aber es geht auch alleine. So, das sind die besagten Naturwaben. Die müsst ihr nur umbauen mit dem Draht, sowas gibt es nicht im Handel. Ihr dürft aber da gerne meine Erfindung auch benutzen. Das ist ein Benefit für jeden Imker. Eine Naturwabe, die eben nicht komplett abreißt und wo die Drahtung auch stimmig ist. Mich interessieren jetzt im Spätjahr tatsächlich größtenteils nur die Brutwaben. Und wenn die gut aussehen, dann ist da auch keine Behandlung notwendig. Ich empfehle trotzdem den ganzen Imkern, ob man behandelt oder nicht, ausschließlich über die Windeldiagnose zu gehen. Also das Volk sieht doch schon mal echt fantastisch aus. Da kann man sich jetzt erstmal nicht beschweren. Gucken wir jetzt die hier noch an. Ja, wunderbar. Also wir sind hier ganz weit weg von verkrüppelten Bienen. Dass das Bienenvolk jetzt erstmal ein bisschen schwächer ist, das basiert auch darauf, dass wir da ja die Brutentnahme gemacht haben. Und da kann ich auch gleich noch eins anfügen. Mit der Brutentnahme habt ihr keinen Entwicklungsschaden. Weil überlegt euch mal, wir würden die Brut nicht rausholen, wir würden nicht die 70-80% der Varroamilben vom Brutnest abziehen. Ja, dann hätten wir letzten Endes dasselbe Ergebnis, weil ob die Varroa jetzt eure Brut zerfrisst oder ob wir die als Imker rausnehmen, das spielt dann auch für die Bienen in dem Punkt keinerlei Rolle. Wow, hier, die sitzen auch ganz bequem drauf auf der Wabe. Also hier ist einfach eigentlich alles perfekt mit dem Volk. Es ist noch ein bisschen schwach, wie gesagt, aber das wird sich relativ schnell wieder berappeln hier. Schiebe ich gleich mal zusammen. So. Und die Wabe kommt wieder rein. Huch, hier ein Grashalm dran. Wie ihr seht, ich achte da ganz besonders drauf, dass meine Tiere nicht verletzt werden. Deswegen habe ich mich auch für Sägeberger Kisten entschieden, weil die einfach noch mal einen Tacken genauer sind, was das Thema Bienenquetschung angeht. So, hier oben haben wir jetzt eine wirklich tolle Propolis-Leistung von dem Volk. Das werde ich mir auch schnappen hier. Frisches, leckeres, neues Propolis. Wunderbar. Haben sie gut gemacht. Das ist ein Pluspunkt. Alles schön neuer
Neues Propolis. Das hier will ich jetzt nicht nehmen, weil ich sehe da tatsächlich noch ein paar kleine Rückstände von dem Lappen drin. Ich habe hier dann auch eine Edelstahlkiste, wo das Propolis immer reinkommt. Wenn das voll ist, kommt es einen halben Tag in den Tiefkühler. Und dann schlage ich den ganzen Bollen raus. Ist total einfach. Eigentlich muss ich jetzt hier nicht mehr viel machen. Ich möchte es euch trotzdem schnell zeigen. Vielleicht auch wertvoll jetzt in dem Video, um zu sehen, dass ein Bienenvolk um diese Jahreszeit, wenn es denn so ist wie jetzt bei dem Volk, auf jeden Fall gefüttert werden muss. Ich habe es ja schon gesagt, im Gewicht habe ich es gehabt. Jetzt zeige ich euch den Beweis über die Optik, dass die zu wenig Futter haben. Hier alles leer, da passt 10-mal mehr rein. Hier auch. Das sind noch die ganzen schönen Honigwaben, wo ich den Bienen drin gelassen habe. Hier ist noch Futter drin, verhungern tun sie nicht. Für den Winter reicht das auf gar keinen Fall aus. Und jetzt haben wir schon Räuberbienen hier. Da. Einmal, zweimal, dreimal. Drei Räuberbienen und ich habe hier die Bienen noch nicht mal 10 Minuten offen gehabt. Heißt, ich muss mich jetzt schrecklich beeilen an dem Bienenstand. Und wenn die Räuberei schlimmer wird, dann muss ich abbrechen und morgen weitermachen. Oder heute Abend, wobei ich bin nicht der Fan von abends in die Bienen gucken. Da werden die Bienen nämlich pissig. Eine Räuberbiene könnt ihr daran erkennen, dass die wirklich im Suchmodus sind. Beispiel, wenn da draußen viel Blüten wären, dann würde diese Biene hier gar nicht rumsuchen. Die ist jetzt hier am unteren Deckel, beziehungsweise der, ja, die, da wo ja gerade der Honigduft drauf stand und die riecht es halt noch. Aber sei es drum, wir füttern einmal im September. Verhalten war gut, Gesundheit war gut, Entwicklung, naja. Honig war nicht gut, Propolis war sehr gut. Super. Und ab zum nächsten Bienenvolk.